So, nochmal guten Morgen zu dieser sehr angenehmen Uhrzeit, 8.10 Uhr. Also das war natürlich jetzt ironisch. Was mich angeht, dürfte es ruhig die 8 Uhr Termine, Vorlesungstermine gestrichen werden. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Gut, wie auch immer, 8.10 Uhr, das heißt also vielleicht einigermaßen frisch nach dem ersten Morgenkaffee oder sonstiger Zufuhr von aufmerksamkeitssteigernden Substanzen. Wir haben das letzte Mal begonnen mit Quicksort. Wir haben uns ein erstes Beispiel angeschaut mit Quicksort oder zwei erste Beispiele, um genau zu sein, bei denen es darum ging, zunächst einmal, beim letzten Mal, wir haben eine Sequenz zu sortieren, die beispielsweise in Form einer Linked List gegeben ist, ja, sodass wir alle Elemente mit ihren Schlüsselwerten hernehmen können und, wie Sie es beim letzten Mal gesehen haben, auf drei Listen verteilen können. Wir haben uns einen Pivot-Wert hergenommen, P-I-V-O-T, englisch ausgesprochen Pivot. Im Deutschen nimmt man die französische Aussprache Pivot, die ich hier dann auch verwende. Und wir haben anhand dieses Pivot-Werts die Sequenz in drei Teile zerlegt. Alles, was kleiner diesem Pivot-Wert ist, alles, was gleich dem ist und alles, was größer ist. Ja, das kann man mit einer Linked List zum Beispiel gut tun. Oder mit einer Array-List durchaus auch, wie Sie hier kennengelernt haben, im Prinzip. Das geht natürlich auch mit Arrays. Ja, Sie können, prinzipiell geht es. Sie kriegen ein Array rein und wir wollen den aufteilen in drei kleine Arrays. Wird ein bisschen schwierig, müssen sich erstmal vorher vielleicht berechnen, wie groß diese drei Arrays werden, aber im Prinzip geht das auch, dass sie schrittweise immer kleinere Arrays bauen, aber es ist irgendwie nicht das Sinnvolle, nicht? Dass sie da einen Haufen von immer kleiner werdenden Arrays mit new allokieren, um dann da drin das Schema durchzuführen, was wir beim letzten Mal gesehen haben, Aufteilung der Sequenz in drei Teilsequenzen und am Ende die drei Teilsequenzen wieder zu einer zu machen. Das sind Operationen, die mit dem Array zunächst mal nicht gehen und deshalb muss man da irgendwie herumbasteln, damit es mit dem Array doch geht. Was wir jetzt hier sehen, ist aber eine geschicktere Sache, nämlich, dass wir, wenn wir im Array arbeiten wollen, dann wäre es das Sinnvollste eigentlich von der Laufzeit her und vom programmiertechnischen Aufwand, von der Fehleranfälligkeit des Programms auch, wenn wir gar nicht dann so mit weiteren Teilarrays oder so etwas herumhantieren in den rekursiven Aufrufen, sondern die Idee ist, das Ganze in place zu machen. In place sollte Ihnen im Übungsblatt schon als Begriff begegnet sein, auch mit einem Verweis auf einen entsprechenden Wikipedia-Eintrag, was InPlace eigentlich bedeutet. Genauso handhaben wir das Wort InPlace hier auch. Es geht darum, den ganzen Algorithmus Quicksort in dem Input-Array, in dem gegebenen Array, was wir sortieren haben, durchzuführen, ohne weitere zusätzliche Datenstrukturen. Das heißt, es geht nicht mehr. Das heißt, das Schema, was Sie gesehen haben, die Aufteilung in drei Teillisten und dann wieder zusammenfügen, wird simuliert durch Vertauschungsoperationen innerhalb des Arrays. Und das schauen wir uns jetzt an. So, das Schema, den Algorithmus, den ich Ihnen vorstelle, den finden Sie meines Wissens nirgendwo in Lehrbüchern oder in sonstiger Literatur. Sie finden ein anderes Schema, einen anderen Algorithmus in der Literatur, der gewisse Ähnlichkeiten hat, aber auch gewisse Unterschiede. Warum weiche ich da von Lehrbüchern und so weiter ab? Weil ich möchte gerne hier konsequent den Fall betrachten, dass wir auch Duplikate haben, dass wir also beliebig viele Vorkommen ein und desselben Schlüsselwertes in der Sequenz drin haben können, so wie hier beispielsweise die 3 oder die 1. Und ich bin dann hergegangen vor 4 Jahren,
für die Lehrveranstaltung 2012 und habe mir überlegt, hab mir das normale Schema hergenommen und habe versucht, das auf den Fall mit Duplikaten zu erweitern, und das hat hinten und vorne nicht richtig funktioniert. Das ist immer komplizierter geworden. Habe ich mir einen neuen Algorithmus überlegt, und der interessante Punkt ist, seit 2012 sagen mir die Tutoren in der Lehrveranstaltung, die anderswo bei anderen Dozenten das normale Schema aus den Lehrbüchern herkennen, sagen die mir, das, was ich mir hier überlegt habe, ist eigentlich viel einfacher zu verstehen. Also spricht doch nichts dagegen, dass ich hier von Lehrbüchern abweiche. Erster Vorteil, es ist allgemeiner, man kommt da vernünftig mit Duplikaten zurecht. In Lehrbüchern werden Sie typischerweise die Vorannahme finden, dass alle Schlüsselwerte paarweise unterschiedlich sind. Das brauchen wir hier nicht. Und zweiter Vorteil, zumindest wenn die Tutoren recht haben, und die werden Sie wahrscheinlich wissen, es ist eine Vereinfachung für Sie. Vielleicht nur ganz kurz angedeutet, das Schema, der Algorithmus, wie er normal in den Lehrbüchern zu finden ist, der fängt, wir haben zwei Indizes, ganz links und ganz rechts im Array, und die fressen sich immer weiter in die Mitte, bis sie sich irgendwann treffen, und immer dann, wenn es von der Reihenfolge nicht zusammenpasst, werden da die Werte ausgetauscht. Irgendwie sowas Komisches. Hier machen wir es anders. Zunächst einmal, Pivot-Wert ist jetzt die 3 wieder, wie in unserem ersten Beispiel beim letzten Mal. Und wir berechnen zunächst einmal, wie groß diese drei Teilsequenzen sein müssten. Also wie viele Werte sind kleiner, wie viele Werte sind gleich, wie viele Werte sind größer als Pivot-Wert. Das geht mit einer einzigen Schleife einmal durch, indem Sie einfach alle Elemente hier einmal durchgehen, und Sie haben drei Zähler, einer für alle kleiner, alle für alle gleich und alle für alle größer. Und jedes Mal, wenn Sie bei der 3, wird der Zähler für alle gleich um 1 erhöht, bei der 1 der Zähler für alle kleiner und bei der 4 der Zähler für alle größer. Ja, dann bekommen Sie heraus 1, 2, 1, drei Elemente in dieser Sequenz sind kleiner als der Pivotwert 3. Zwei Elemente sind gleich dem Pivotwert 3 und dementsprechend die restlichen, wie viel sind das noch? 1, 2, 3 Elemente sind größer. Und diese Information nutzen Sie, um zwei Indizes zu setzen, zwei Marker zu setzen, M1 und M2. M1 ist 1 höher als die Anzahl der Elemente, die kleiner als der Pivotwert sind. Also hier sollen dann die 1, 1 und 2 hinterher stehen. Hier sollen die beiden Vorkommen der 3 stehen, und hier sollen dann die Elemente, die größer als der Pivotwert 3 sind, stehen. Das heißt also, anstelle von drei Teilsequenzen haben Sie drei Intervalle, drei Abschnitte im Array, und wir müssen nur dafür sorgen, nur in Anführungszeichen, dass die Werte entsprechend so vertauscht werden, dass diese Logik stimmt, dass diese Logik herauskommt, sodass wir dann die Rekursion, dass wir dann mit dem ersten Abschnitt Quicksort-Rekursiv aufrufen und mit dem letzten Abschnitt Quicksort-Rekursiv aufrufen, so wie wir das vorher gesehen haben, erste Teilsequenz, dritte Teilsequenz, rekursiver Aufruf von Quicksort. So, also diese beiden Marker markieren, der Bereich vor M1, da sollen alle Elemente hin, die kleiner als der Pivotwert 3 sind. Von M1 beginnt bis vor M2 alle Werte gleich dem Pivotwert, alle Vorkommen des Pivotwerts, und ab M2 dann alles, was größer ist. Man könnte das natürlich auch irgendwie leicht anders machen. Ich hätte M1 auch ans Ende der ersten Sequenz setzen können, einen Index früher oder irgendetwas. Ich habe mich dafür entschieden, weil diese Marker dann tatsächlich auch Endpunkte darstellen, sozusagen so wie in einer Liste das Null, der symbolische Wert 0, der Endpunkt dasteht, wenn man über die Liste hinausgelaufen ist. Das werden wir gleich sehen. So, auf jeden der drei dieser drei Teilbereiche des Arrays
setzen wir ganz an den Anfang einen Laufindex. Ja, die Laufindizes heißen bei mir in der Regel I und J. Das kennen Sie auch aus anderen Kontexten, dass man die häufig I und J nennt, beziehungsweise hier jetzt I1, I2, I3. So, jetzt guckt sich der Algorithmus einfach an, was hier stimmt und was hier nicht stimmt. Der Wert, auf den I1 zeigt, mit Index I1, der ist dort an der falschen Stelle, der ist im falschen Teilbereich. Der gehört in den zweiten Teilbereich, ist aber momentan im ersten Teilbereich. Der Wert, der bei I2 steht, gehört da auch nicht hin. Also ist das eine Möglichkeit, die beiden zu tauschen und einen Schritt weiter zu gehen. Hier, I2 ist einen Schritt weiter gegangen, weil die 3 jetzt hierhin gehört. I1 kann auch einen Schritt weiter gehen, weil die 2 da schon hingehört, in diesen Teilbereich. Und die 1, die steht sowieso schon im richtigen Teilbereich. Das heißt also, auch I1 kann noch einen Schritt weiter gehen. Ja? I1, I2 gehen so lange weiter, bis sie wieder auf Werten stehen, die dort nicht hingehören in den jeweiligen Teilbereich. Oder bis der Laufindex über das Ende seines Bereichs rübergekommen ist, also gleich M1 bzw. M2 bzw. hinten I3 wäre dann gleich der Länge des Arrays. So, jetzt sind wir wieder in der Situation, bei I1 steht ein falscher Wert und der gehört in die dritte Position. Und bei I3 steht auch ein falscher Wert. Da können wir uns auch sicher sein, dass da ein falscher Wert steht, denn solange einer dieser Laufindizes auf einem Wert steht, der in diesen Teilbereich hineingehört, solange schieben wir diesen Laufindex 1 weiter nach rechts, mit Erhöhung um 1 einfach. Ja, also, die Logik ist die, bei E1 steht ein falscher Index, ein falscher Wert bei diesem Index, der gehört in den letzten Bereich. Und die Idee ist jetzt einfach, wenn ich diese Zahl hier auf die E1 verweist und die Zahl hier vertausche, dann habe ich zumindest einen Fehler korrigiert. Die 3 kommt dann immer noch an eine falsche Position hier, wo sie nicht hingehört, aber die 4 kommt zumindest in eine richtige Position. So, genau das passiert. Die 4 ist hierhin getauscht worden von hier aus, ist dort in einem richtigen Teilbereich, das heißt I3 kann um 1 weitergehen. Die 4 braucht man ja nie wieder zu betrachten, sie ist im richtigen Teilbereich. Die 3, die hierher getauscht worden ist, ist immer noch im falschen Bereich. Sie ist von einem falschen Bereich in einen anderen falschen Bereich gekommen. I1 verweist immer noch auf einen Wert, der nicht in seinem richtigen Bereich ist, also bleibt I1 stehen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass mindestens einer dieser 3 Laufindizes um 1 erhöht worden ist. Ja? In jedem Durchlauf, in jedem Vergleich, in jeder Operation wird mindestens einer der 3 Indizes, I1, I2, I3, um 1 erhöht. Das heißt, irgendwann sind wir mal fertig. Und zwar nicht irgendwann, sondern nach einer Anzahl von Vorwärtsschritten, nach einer Anzahl von Durchläufen durch die Schleife, die proportional ist zur Länge des Arrays. Und das ist das eine. Das ist, was ich Ihnen jetzt untergejubelt habe, ist etwas, wofür Sie schon den allgemeinen Begriff kennen, nämlich Variante. In jedem Schritt geht mindestens einer der Zähler hoch. Die anderen gehen natürlich, es wird natürlich nie ein Zähler kleiner. Das heißt also, schrittweise kommen wir dahin, dass sämtliche Zähler irgendwie über ihren Bereich rausgelaufen sind. Und dann
beenden, schließen wir diesen Bereich ab, können wir abschließen, denn jetzt kommt noch etwas anderes, die Invariante. Schauen Sie sich nochmal genau die Situation an. Wir haben hier einen schönen Schnappschuss. Das ist der Bereich, die drei ersten Elemente, wo alle Werte kleiner als Pivotwert hinkommen sollen. Und wenn Sie mal hier von I1 aus nach links gucken, da stehen natürlich nur noch Werte, die in diesen Bereich hineingehören. Sonst wären wir ja mit I1 nicht weiter vorangeschritten. Das heißt also, I1 steht auf dem ersten, auf dem linkesten Wert in seinem Bereich, der nicht dorthin gehört. Alles, was links von I1 ist, ist erledigt. Ist fertig, brauchen wir nicht mehr zu betrachten. Und genau dasselbe für die anderen beiden. I2 steht auf einem falschen Wert, der dort nicht hingehört, aber alles, was links davon ist, das ist nur dieser eine Wert, ist im richtigen Bereich. Nämlich Vorkommen des Pivot-Wertes. Und hier genau dasselbe bei E3. Alles, was, das sind die letzten drei Elemente, die wir hier reserviert haben für alle Werte, die größer als der Pivotwert 3 sind. Links von I3, das ist dieser Wert hier, ist wieder korrekt. Ein Wert, der in diesen Bereich hineingehört. Und I3 zeigt also auf den ersten Wert, auf den linkesten Wert in diesem Bereich, der nicht korrekt ist. Ja? Alles, was links von einem dieser drei Laufindizes in seinem Bereich ist, im Bereich des Laufindex, ist korrekt. Das heißt, ganz am Ende, wenn alle drei Laufindizes aus ihren Bereichen rausgelaufen sind, ist die Aufteilung korrekt. Das werden wir uns dann am Ende nochmal anschauen, wenn die drei Indizes über den Ende ihres jeweiligen Bereichs hinausgelaufen sind. So. Jetzt folgende Situation wieder. Hier steht etwas Falsches, gehört hierhin. Tauschen wir die beiden aus. Diese 3 mit der 6. Dann haben wir hier die 6 ist hier hingekommen. Hier ist immer noch was falsch. Also bleibt I1 wieder hier stehen. Aber die 3 hier ist jetzt in den richtigen Bereich getauscht worden. Und jetzt ist I2 hinausgelaufen über den Bereich, über den zweiten Bereich des Arrays. Was Sie einfach abprüfen können, nämlich mit dem Vergleich I2 gleich M2. Dafür habe ich M1 und M2 so gesetzt, dass dieser Vergleich einfach ist. Hätte ich auch anders machen können. Alles, jede Möglichkeit hat so ihre Vor- und Nachteile. So, und das bedeutet auch, der zweite Teilbereich, wo die Vorkommen des Pivotwertes drinstehen sollen, der ist schon fertig, der ist korrekt. Denn die Invariante ist, links von I2 ist im zweiten Bereich alles korrekt. Und jetzt ist der ganze zweite Bereich links von E2. Also ist der ganze zweite Bereich korrekt. Und damit kann I2 auch aus dem Rennen genommen werden. Bei I2 ist fertig. Wir brauchen es nie wieder zu betrachten. So, I1 ist noch nicht fertig, I3 ist noch nicht fertig. Hier, die 6 gehört in den dritten Bereich rein, größer als 3. Also vertauschen wir das mit dem Wert, der hier ist. Und jetzt ist natürlich die Situation so, das muss natürlich ein Wert sein, der hier steht, der hier in den ersten Bereich hineingehört. Er kann nicht mehr in den zweiten Bereich gehören, weil der zweite Bereich fertig ist. Also wir können blindlings wissen sogar, ohne hinzuschauen, dass hier ein Wert stehen muss, der in den ersten Bereich gehört, denn I3 steht auf einem falschen Wert, auf einem Wert, der nicht in den dritten Bereich gehört, und in den zweiten Bereich kann er nicht gehören, weil der zweite Bereich fertig ist, also gehört dieser Wert in den ersten Bereich. Wenn wir die 6 mit der 1 vertauschen, dann haben wir dann haben wir bei beiden eine Verbesserung erzielt.
Hier ist schon mal i3 um 1 nach vorne gegangen. Und i3 steht wieder auf einem Wert, der dorthin gehört. Das heißt, i3 läuft nach Hause und i1 läuft auch nach Hause. Und jetzt sehen Sie das in diesem Bild, was ich eben gesagt habe. Die Invariante ist, dass, also erstens, solange einer dieser drei Indizes, i1, i2, i3, noch nicht nach Hause gelaufen ist, noch nicht aus seinem Bereich herausgelaufen ist, solange verweist er auf ein falsches, auf einen falschen Wert, auf einen Wert, der dort nicht hingehört. Die Situation haben wir nicht mehr. Alle drei sind nach Hause gelaufen. Aber zur Invariante gehörte auch das Entscheidende jetzt. Links von dem Laufindex, innerhalb des Bereiches, zu dem der Laufindex gehört, ist alles korrekt. Sind nur Werte drin, die dort auch hingehören. Und das bedeutet in dem Moment, wenn alle drei Laufindizes nach Hause gelaufen sind, dass die drei Teilbereiche, die ja links jetzt sind von ihren drei Indizes, von ihren drei Laufindizes, dass diese drei Teilbereiche korrekt sind. Da sind nur Werte drin, die da hineingehören. Und wenn alle drei Teilbereiche korrekt sind, ist das Ergebnis korrekt. Wir haben korrekt die Werte in den ersten Teilbereich, alle Werte hineingetan durch Vertauschungen, die kleiner sind als der Pivotwert. Der nächste Bereich mit zwei Elementen, alles was gleich ist, Pivotwert. Und der dritte Bereich mit drei Elementen, alles was größer als Pivotwert ist. So, und jetzt machen wir dasselbe rekursive Schema, was Sie schon gesehen haben. Wir haben die Aufteilung der Sequenz in drei Teilsequenzen dadurch simuliert, dass wir das gesamte Array in Teilbereiche zerlegt haben, durch Umsortierung. Und auf diese Teilbereiche wenden wir jetzt jeweils Quicksort an. Das heißt, die rekursive Routine, Sie müssen sich das jetzt vorstellen, dass es hier dann auch noch weitergeht. Die rekursive Quicksort-Routine braucht zusätzliche Inputs. Sie braucht das Array, wie immer, klar, um das zu sortieren. Sie braucht irgendwas, wenn wir es generisch implementieren wollen, brauchen wir wieder einen Comparator, wie sonst auch. Wenn wir es nicht generisch implementieren wollen, wenn wir einfach hier Quicksort implementieren für ganze Zahlen, wie in diesem Beispiel, dann brauchen wir da nichts weiter zum Vergleich. Dann nehmen wir einfach den Vergleich, den Sie mit den Operatoren kleiner, größer und so weiter haben. Und wir brauchen den linken und den rechten Index des Bereichs im Array, der tatsächlich sortiert werden soll. Also, wieder die Logik wie bisher auch, seitdem wir mit Merge Sort zugange sind. Wir können blindlings davon ausgehen, dass das Quicksort auf einem Teilarray der Länge 3 korrekt funktioniert. Das heißt, wir können blindlings davon ausgehen, dass das am Ende herauskommt. Auch hier, wir können blindlings davon ausgehen, dass Quicksort auf diesem Teilarray der Länge 3 korrekt arbeitet. Wir können blindlings davon ausgehen, dass da auch das richtig rauskommt. So, jetzt nochmal zurück. Hier, kleiner Abstraktionssprung. Das ganze Bild stimmt auch, wenn wir gar nicht eigentlich ein Array der Länge 8 sortieren wollen, sondern stellen Sie sich vor, Sie haben ein Array der Länge 1 Milliarde, den Sie schrittweise genau nach diesem Schema immer aufteilen. Erstmal dieses Array der Länge, das gesamte Array der Länge 1 Milliarde in ersten Bereich, zweiten Bereich, dritten Bereich, dann rekursiver Aufruf auf den ersten Bereich, wieder aufteilen, ersten Bereich, zweiten Bereich, dritten Bereich, rekursiver Aufruf auf dem dritten Bereich, auch wieder in 1, 2, 3 aufgeteilt, auch da wieder rekursiv immer weiter aufgeteilt. Und irgendwo zwischendurch kommt vielleicht, stellen Sie sich vor, hier,
nach hier nach links und nach hier nach rechts geht das weiter und ist insgesamt in Wirklichkeit eine Array von 1 Milliarde Elementen. Und irgendwo zwischendurch, in irgendeinem rekursiven Aufruf, kommt dieses Array der Länge 8 vor, was eben zu dieses Teilarray, dieser Teilbereich. Ja, dieses Bild muss nicht ein ganzes Array sein, es kann ein Teilbereich sein von einem großen Array mit 1 Milliarde Elementen und in irgendeinem rekursiven Aufruf kommt zufällig genau diese Situation zustande. Sie kriegen das Gesamtarray, die Methode, die Quicksort realisiert, die rekursive Methode kriegt das Gesamtarray und kriegt den Anfangs- und das Endindex. Das muss ja nicht Index 0 sein. Das kann Index Nummer 357.892.701 sein und dann ist das entsprechend hinten hier bis so und so viel 708. Ja, es muss nicht 0 bis 7 sein. Und dann machen sie genau dasselbe damit, als wenn sie ein Array der Länge 8 hätten. Nur mit anderen Indizes eben irgendwo mittendrin. So, das ist die In-Place-Variante wieder mit dem Fall, dass der Pivot-Wert tatsächlich ein Element des Arrays ist. Wir hatten das beim letzten Mal schon gehabt, als wir den generischen Quicksort betrachtet haben, Zerlegung in Teilsequenzen und wieder zusammenfügen. Einmal ein Beispiel, wie eben jetzt auch, dass der Pivot-Wert ein Element der Sequenz ist. Jetzt wieder den Fall, dass der Pivot-Wert kein Element der Sequenz ist. Ich nehme wieder die 4 als Pivot-Wert hier. Und dann sieht diese Situation ein klein wenig anders aus, aber der Algorithmus muss keine Fallunterscheidung machen. So wie am Ende des letzten Mals beim generischen Algorithmus, muss auch bei dieser In-Place-Variante im Array der Algorithmus keine Fallunterscheidung machen. Der macht stur das, was Sie beim letzten Beispiel gesehen haben. Er berechnet die Werte M1 und M2, die Anzahl der Elemente kleiner Pivot-Wert und die Anzahl der Elemente gleich Pivot-Wert ist 0, also wird M2 müsste eigentlich um so viele Zähler höher gesetzt werden als M1, wie es Vorkommen des Pivot-Wertes gibt. Es gibt keine, also sind beide Indizes gleich. Das ist die Anfangssituation, die wir genau nach dem Schema berechnet haben, ohne Fallunterscheidung, wie Sie es im letzten Beispiel gesehen haben. So, und jetzt geht genau das Spielchen weiter. I1, I2, I3. Hier könnte man eine Fallunterscheidung machen, weil I2 ist ja schon nach Hause gelaufen, spielt gar keine Rolle mehr, kann ignoriert werden, aber wir brauchen keine Fallunterscheidung machen. Der Algorithmus, so wie Sie ihn im ersten Beispiel gesehen haben, kommt mit der Situation problemlos klar. Ob irgendwann mittendrin I2 nach Hause läuft, nachdem es über so und so viele Schritte gegangen ist oder schon von Anfang an nach Hause gelaufen ist, ist vollkommen egal. So, das heißt also, Pivot-Wert ist diesmal 4. I1 ist ein Wert, der an der richtigen Position ist, kleiner als 4. Nochmal ein Wert, der an der richtigen Position ist. Hier bleibt I1 stehen. Ein Wert, der nicht in diesen Bereich gehört. I2 spielt keine Rolle, wie gesagt, mehr. I3 steht auf einem Wert, der nicht in den dritten Bereich reinpasst, weil er kleiner als der Pivot-Wert ist. Dort gehört er nicht hin. Und wir machen jetzt wieder dasselbe, was Sie eben gesehen haben. Die 7 gehört in den dritten Bereich, also wird die 7 vertauscht mit dem, was dort im dritten Bereich steht. Jetzt steht hier eine 3, hier steht die 7. Die 7 ist im richtigen Bereich, also kann I3 um 1 vorwärts gehen. Die 3 ist auch im richtigen Bereich, also kann I1 um 1 vorwärts gehen.
Die 1 ist auch im richtigen Bereich, kleiner als 4, also kann I1 auch vorwärts gehen. So, auch hier wieder, nochmal zur Erinnerung, die Invariante, schauen sich I1 an, alles was links von I1 ist, ist im korrekten Bereich, kleiner als der Pivotwert, und I1 selber haben wir so weit nach vorne, so weit vorwärts geschaltet, dass I1 jetzt auf einem Wert steht, der nicht in diesem Bereich gehört. Und genau dasselbe hier bei I3. Alles, was links von I3 steht, ist korrekt, gehört dorthin. Das ist in diesem Fall jetzt in diesem Schnappschuss nur die 7. Und I3 selber haben wir so weit fortgeschaltet, nach vorwärts, nach rechts, dass I3 wieder auf einem Wert steht, der dort nicht hingehört, der in den ersten Bereich gehört. So, wieder dasselbe. Um die 6 da wegzukriegen, in den richtigen Bereich reinzukriegen, wird die 6 mit dieser 2 vertauscht. So. Dann ist die 6 hier richtig, I3 kann 1 weitergehen, die 5 ist richtig, I3 kann 1 weitergehen und ist nach Hause gelaufen. Und auch I2 steht zwangsläufig. Jetzt kann es nur noch auf einem korrekten Wert stehen und ist auch nach Hause gelaufen. Ja, es ist derselbe Algorithmus, wie Sie ihn eben gesehen haben, nur in einer etwas verkürzten Situation, weil wir keine Vorkommen des Pivotwertes haben. So. Damit sind wir zunächst einmal... Na, ich habe noch ein Bildchen für Quicksort. Ich wollte gerade sagen, wir sind mit dem Bildchen für Quicksort durch, aber ein Bild haben wir noch. Einen Foliensatz. Nämlich im Schema. Ja, so ist das allgemeine Schema, so ist eine allgemeine Situation, so sieht ein allgemeiner Schnappschuss aus. Mittendrin im Lauf des Algorithmus, dass Sie den ersten Bereich hier abgegrenzt haben durch dieses M1, den zweiten Bereich gegenüber dem dritten Bereich abgegrenzt haben durch diesen Wert M2 und dann ist hier ab hier natürlich dann der dritte Bereich und irgendwo mittendrin sind I1, I2 und I3 gerade in diesem Moment und erfüllen die Invariante bei I1. I1 verweist auf einen Wert, der dort nicht hingehört, aber alles links davon gehört dorthin. I2 verweist auf einen Wert, der dort nicht hingehört. Alles, was links davon ist, gehört dahin. I3 verweist auf einen Wert, der dort nicht hingehört. Aber alles links davon gehört dorthin. Und jetzt kann es verschiedene Situationen geben. Es kann sein, das hängt von den Daten ab. Es kann sein, dass I1 als erstes nach Hause läuft und I2 und I3 noch irgendwo mittendrin sind. Es kann auch sein, wie wir es im Beispiel gesehen haben, dass I2 als erstes nach Hause läuft und dann nur noch I1 und I3 untereinander austauschen müssen. Oder genauso gut, je nachdem wie die Daten sind, dass I3 als erstes nach Hause läuft. Sie können sich für jeden dieser drei Fälle ein Beispiel konstruieren, sodass das Bild dazu passt. Ist nicht allzu schwer, denke ich. Wenn Sie wollen, natürlich nur übungshalber. So, dann möchte ich hier doch ins Wiki hineinschauen. Sie finden die Problemstellung, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, wie immer hier anklickbar unter algorithmischem Problem, Pivot Partitioning. Den Namen habe ich mir ausgedacht, weil, wie gesagt, es gibt diese Situation gar nicht bisher, jedenfalls mir nicht bekannt. Und so habe ich dann den Algorithmus genannt. Ich gebe zu, das hätte auch kreativer sein können. Gut, Sie haben die Auxiliary Data, die Hilfsdaten, also die lokalen Variablen letztendlich, haben Sie gesehen, nämlich M1 und M2, zwei ganze Zahlen, und die drei Laufindizes I1, I2, I3. So. Das ist die Invariante. Der erste Punkt beschreibt, was die Werte M1 und M2 sind. Die sind ja die ganze Zeit hindurch dieselben.
Da ändert sich nichts dran. Wir müssen nur einfach mal beschreiben, irgendwo, was diese Werte sind. Und das ist eine textuelle Beschreibung von dem, was Sie eben im Bild gesehen haben, nämlich M1 ist eins weiter als der erste Bereich, M2 ist eins weiter als der zweite Bereich. Mehr steht hier nicht, nur eben textuell. Also Sie sehen immer die Problematik, das hatte ich auch schon gesagt, in dem Moment, wenn Sie etwas wirklich ausformulieren als Text, wird das Ganze natürlich wesentlich komplizierter, als wenn man das mit einem Bildchen darstellt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, den Spruch kennen Sie, wobei ich immer dazu füge, ein Bild lügt mehr als 1000 Worte. Auch da muss man auch aufpassen. Die Werte sind konstant. Und zwar M1-1 Elemente sind kleiner als der Pivotwert. M1 ist gerade 1 weiter. So und so viele Elemente, genau der Abstand zwischen den beiden, so viele Vorkommen des Pivotwerts haben wir und alles Weitere, da muss man dann halt nachrechnen, wie viele Elemente dann noch übrig bleiben, die sind größer als der Pivotwert. Und das ist jetzt hier der Punkt, auf den ich mehrfach erwähnt hatte. Zunächst einmal, nein, das will ich jetzt nicht, hier, vor und nach jeder Iteration gilt, diese Situation, nicht mittendrin. Mittendrin passiert alles Mögliche, Kraut und Rüben. Ist die Situation sehr unübersichtlich innerhalb eines Durchlaufs. Aber zwischen zwei Durchläufen durch die Schleife und vor dem ersten Durchlauf und nach dem letzten Durchlauf ist die Situation wieder leidlich übersichtlich und hier formuliert. Der erste Laufindex liegt zwischen 1. Bei mir fangen ja hier die Indizes nach mathematischer Notation mit 1 an. Der erste Laufindex ist im ersten Bereich, das heißt beginnt mit 1 oder ist gerade über den ersten Bereich hinaus und ist dann bei M1 und dort bleibt er stehen. Weiter geht er nicht. Der zweite Index beginnt am Anfang mit M1 und läuft nicht über M2 hinaus und der dritte Index beginnt bei M2 und läuft maximal 1 über seinen Bereich hinaus. Das ist gerade Länge des Arrays plus 1. So, das ist erst einmal die Beschreibung, wo diese Laufindex-Indizes eigentlich zu finden sind. Ja, sollte man nicht vergessen, dass Sie müssen sich immer vorstellen, die Situation ist eben die, Sie kommunizieren das schriftlich an jemanden, dem Sie das nicht mündlich erklären können, weil er nicht auf Sie zugreifen kann. Der kann Sie jetzt nicht fragen oder irgendetwas. Ja? Dann müssen natürlich alle diese Informationen drin sein in der schriftlichen Beschreibung. Es muss in dem Sinne vollständig sein. So, und hier ist jetzt die wesentliche Eigenschaft, von der ich gesprochen habe. Alles, was links vom ersten Laufindex ist, solange der, also hier ist das Semikolon, hier trennen sich die beiden Aussagen. Die erste Aussage vor dem Semikolon sagt, alles was links ist vom Laufindex im Bereich, im ersten Bereich, ist korrekt, ist kleiner als der Pivotwert und rechts vom Semikolon, falls der erste Laufindex noch nicht nach Hause gelaufen ist, noch nicht über seinen Bereich hinausgelaufen ist, steht er auf einem Wert, der dort nicht hingehört, der nicht kleiner als der Pivotwert ist. Und die anderen beiden Zeilen sagen für die anderen beiden Bereiche genau dasselbe. Für alles hier ist wieder das Semikolon, die Trennmarke, für alles im zweiten Bereich, was links ist von dem Laufindex I2, sind die Werte tatsächlich die Vorkommen des Pivotwertes. Und wenn dieser Index noch nicht nach Hause gelaufen ist, dann steht er auf einem Wert, der dort nicht hingehört. Und für den dritten Bereich gehört entsprechend dasselbe. Ja? Die Invariante ist einfach eine Zustandsbeschreibung. Da sind alle wichtigen Dinge drin, die man braucht, um zu verstehen, warum diese Schleife funktioniert. Ja?
Sie sehen, Schleifen können manchmal etwas komplizierter sein. Wir haben jetzt das erste Mal, glaube ich, eine Schleife, ein Algorithmus mit einer Schleife, die ein bisschen komplizierter ist, wo man nicht so, also ich jedenfalls, nicht so ohne weiteres sofort auf den ersten Blick sehen würde, ja, die Schleife funktioniert garantiert, die tut das, was sie soll. Aber Sie sehen auch hier, die Invariante ist nichts anderes als die Beschreibung der wesentlichen, das sind die wesentlichen Aussagen über die Werte in den ganzen Variablen zwischen zwei Iterationen, beziehungsweise vor der ersten und nach der letzten Iteration. Und hier ist die Variante, hatte ich auch schon angesprochen, wenigstens einer von den dreien, von den drei Laufindizes, wird in jedem Schritt um 1 erhöht, um mindestens 1. Ein Laufindex kann auch um mehr als 1 erhöht werden, haben wir gesehen, weil er bei der ersten Erhöhung auch wieder auf einen Wert kommt, der schon hingehört, also nochmal erhöht und nochmal erhöht, bis er auf einen Wert kommt, der dort nicht hingehört oder nach Hause gelaufen ist. Einer mindestens wird um mindestens eins erhöht, keiner wird vermindert, keiner wird jeweils wieder nach links zurückgesetzt. Und damit ist klar die Abbruchbedingung, dass alle drei nach Hause gelaufen sein werden, Futur 2, wird irgendwann zwangsläufig erfüllt, nach endlich vielen Iterationen, und zwar nach sehr, sehr wenigen Iterationen eigentlich, also das hatte ich ja schon gesagt, proportional zur Länge des Arrays, nach so vielen Iterationen ist diese Abbruchbedingung erfüllt, dass alle drei nach Hause gelaufen sind, weil in jedem Schritt mindestens einer der drei Indizes mindestens einen Schritt vorwärts macht hin zu dieser Abbruchbedingung. Ja? Diese Variante ist die entscheidende Einsicht dafür, dass der Algorithmus tatsächlich, dass diese Schleife tatsächlich terminiert. Und die Invariante ist wieder die entscheidende Einsicht dafür, dass das Ergebnis am Ende richtig ist. In dem Moment, wenn die Abbruchbedingung erfüllt ist, wenn jeder der drei Indizes genau eins rechts ist von seinem Bereich, dann sagen diese drei Punkte hier vor dem Semikolon in 2,2, 2,3, 2,4, dann sagen sie, ja, alles, was links von dem Laufindex ist, ist korrekt. Es ist aber der ganze Bereich links vom Laufindex. Also ist der ganze Bereich korrekt. Und wenn alle drei Bereiche korrekt sind, ist der ganze Array korrekt. Weil das Array besteht aus diesen drei Bereichen. Und so haben wir es ja eingeteilt, partitioniert. Ja, das ist die immer und immer wiederkehrende Logik, wo ich beim letzten Mal auch einen abstrakten Foliensatz, Algorithm Analysis, aufgelegt habe. Immer wieder dieselbe Logik. Und hier sehen Sie auch wieder dieselbe Logik, die Initialisierung. Wir müssen M1 und M2 so setzen, dass die Invariante erfüllt ist, dass M1 und M2 genau an der richtigen Stelle stehen, die Bereiche voneinander abgrenzen. Und wir müssen I1, I2, I3 initialisieren. Und das gehe ich jetzt hier neu durch. So weiter. Also hier müssen wir in dem ersten, doch ich gehe es durch. Hier in den ersten vier Anweisungen sehen Sie, dass M1 und M2 gesetzt werden. Und hier sehen Sie in dem Rest der Anweisungen, dass I1, I2, I3 initialisiert werden. Und zwar nicht einfach mit dem Anfang des Bereichs. Das ist jetzt eine sehr lehrreiche Einsicht. Es reicht nicht, I1, I2, I3 an den Anfang, ganz links jeweils Ihres Bereichs hinzusetzen. Denn die Invariante sagt, I1, I2, I3 stehen auf Werten, die dort nicht hingehören. Wenn ich jetzt einfach I1, I2, I3 ganz links in jeden Bereich reinsetze, könnte da ja zufällig ein Wert stehen, der dorthin gehört. Invariante nicht erfüllt. Invariante ist aber wichtig zu erfüllen, denn wir wollen ja immer
von dem Laufindex der Wert, der da steht, vertauschen. Also werden in den nächsten drei Zeilen, in den nächsten drei Anweisungen jeweils I1, I2, I3 so weit nach rechts fortgeschaltet, bis, ja, also zufällig kann es ja sein, dass alle Werte in einem Bereich schon richtig sind, dann läuft in dieser Initialisierung schon der Index nach Hause. Das ist die erste Abbruchbedingung, dass er nach Hause gelaufen ist. Oder er bleibt irgendwo stehen beim linkesten Index in seinem Bereich, wo ein Wert steht, der dort in diesen Bereich nicht hineingehört. So, Induktionsschritt. Solange der Algorithmus nicht fertig ist, müssen wir uns zwei Indizes finden, sodass wenigstens einer von den beiden dann durch die Vertauschung einen Schritt weiter nach vorne geschoben werden kann. Das, um die Variante zu erfüllen. Es reicht, dass einer von den beiden Indizes durch die Vertauschung um eins nach vorne geschoben werden darf, weil damit ist die Variante erfüllt. Und wenn wir diese Vertauschung gemacht haben, haben wir auch im Beispiel gesehen, dann müssen wir auch die Invariante wieder erfüllen, dass jeder der Laufindizes, wenn er nicht nach Hause gelaufen ist, auf einem falschen Wert steht. Wir müssen in einem zweiten Schritt, das haben Sie mehrfach in den Beispielen gesehen, die Laufindizes so weit vorwärts schieben, bis die wieder auf falschen Werten stehen oder nach Hause gelaufen sind. Die Implementation gucken wir uns jetzt hier nicht genauer an. Ich glaube, das tun wir uns jetzt zu dieser frühen Stunde nicht an, ist auch nicht unbedingt notwendig. Können Sie sich gerne das will ich Ihnen gerne überlassen, zur Überprüfung Ihres Verständnisses, entweder verifizieren, dass diese Implementation korrekt ist, korrekt diesen Abstract View hier implementiert, oder was nach so und so vielen Jahren jetzt eher unwahrscheinlich ist, einen Fehler finden. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. So, das sind alles Sachen, die ich hier mündlich erklärt habe. Können Sie gerne Ihr Verständnis nochmal daran überprüfen, wenn Sie das hier nochmal durchgehen, wenn Sie wollen. Vielleicht nur der Punkt dazu, man sollte, wenn Sie hier so eine komplizierte Fallunterscheidung haben mit diversen Otherwise, also das, was in der Programmiersprache typischerweise else heißt, aber eigentlich im Englischen würde man in so einer Situation eher Otherwise nehmen. Soweit ich weiß, wurde else nur gewählt, weil es kürzer ist. Aber eigentlich müsste an so einer Stelle von der Sprachlogik her Otherwise stehen. Wie auch immer. Wenn Sie so eine komplizierte Fallunterscheidung haben, die Sie nicht auf den ersten Blick durchschauen, dann müssen Sie sich natürlich klar machen und das dann am besten auch dem Leser kommunizieren, ja, es sind alle möglichen Fälle abgedeckt. Ich habe mir das angeguckt und es stimmt. Okay. So, damit bin ich im Prinzip mit Quicksort hier fertig. Ich will ein paar Sachen sagen, die nicht in den Foliensätzen drin stehen, aber in dem Video zu Quicksort gesagt werden. Also zunächst mal, was ich jetzt völlig offen gelassen habe, ist, wie wählt man diesen Pivot-Wert? Oder überhaupt erstmal, wer wählt eigentlich diesen Pivot-Wert? Ist das der Algorithmus oder wähle ich das beim Aufruf oder wie auch immer? Ist völlig unklar geblieben, wo kommt dieser Pivot-Wert her? Die Antwort ist, das wählt der Algorithmus. Ja, der rekursive Aufruf, der sich diese Teilsequenz ansieht, wählt diesen Pivot-Wert, hat das Recht, aber auch die Pflicht, diesen Pivot-Wert zu wählen und sollte das natürlich möglichst geschickt machen. Und da, wenn Sie Quicksort implementieren, da können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie können es ganz einfach machen. Sie können beispielsweise das erste Element in der Sequenz hernehmen als Pivot-Wert.
Damit können Sie nicht grundsätzlich was falsch machen, aber Sie können sich zum Beispiel vorstellen, es gibt sehr, sehr viele Anwendungen, bei denen die Daten schon grob vorsortiert sind. Also nicht sortiert, aber schon in der Tendenz, statistischen Tendenz, schon so halbwegs aufsteigend sind. Wenn Sie in so einem Fall das erste Element wählen aus der Sequenz, dann ist das ein sehr kleines Element. Das heißt also, Sie haben eine schlechte Balance. Sie haben ein kleines ersten Teilsequenz und eine sehr große zweite Teilsequenz. Dritte Teilsequenz, Entschuldigung. Das ist schlecht. Oder sagen wir mal andersrum, was wäre besser? Besser wäre es, einen Pivotwert zu finden, sodass die erste und die dritte Teilsequenz möglichst ungefähr gleich sind, möglichst balanciert. Denn dann haben wir die Situation wie bei Merge Sort. Nehmen wir mal an, wir schaffen es, den Pivotwert so zu wählen, dass die Zerlegung immer ungefähr 50-50 ist. Das geht. Sie kennen, denke ich, aus der Mathematik den Fachbegriff dazu, Median oder Medianelement. Wenn Sie das mittlere Element einer Menge hernehmen, das mittlere im Sinne von ungefähr die Hälfte aller Elemente ist kleiner, die andere Hälfte ist größer als dieses Element. Das ist der Median. Vielleicht kennen Sie es aus der Statistik auch als 50% Quantil. Das ist synonym. Wenn Sie dieses Element hernehmen, dann zerlegen Sie es immer, mit Quicksort immer in ungefähr gleich große, also halb so große Teilsequenzen. Und damit kriegen Sie dann genau dieselbe Logik heraus wie bei Merge Sort, dass Sie dann nur noch eine logarithmische Rekursionstiefe bekommen und insgesamt eine Laufzeitaufwand, der proportional wie bei Merge Sort zu Länge der Sequenz multipliziert mit Logarithmus der Länge der Sequenz ist. Wenn Sie hingegen so unbalanciert aufteilen, dann können Sie leicht sehen, also im schlimmsten Fall, wenn Sie zufällig immer das allerkleinste Element in der Sequenz wählen, dumm gelaufen, dann hieße das ja, dass die erste Teilsequenz leer ist und abgesehen vom Pivotwert ist alles andere in der dritten Teilsequenz. Die dritte Teilsequenz wird dann entsprechend immer nur einen Wert kleiner. Und das ist eine leichte Übung mit den Summenformeln, die Sie aus der Mathematik können, dass dann der Aufwand wieder proportional zur Länge der Liste im Quadrat ist, wie bei Selection Sort und Bubble Sort. Also Sie können es geschickt oder ungeschickt machen, den Pivotwert zu wählen. Den Median zu wählen ist das Geschickteste, was Sie machen können, aber das kostet eine Menge Aufwand. Also das betrachten wir hier nicht. Den Median zu berechnen ist zwar immer noch möglich proportional zur Länge der Liste, den Median zu berechnen, aber es ist ein bisschen kompliziert zu implementieren und kostet eine ganze Menge Aufwand dann pro rekursiven Aufruf. Deshalb macht es Sinn, Kompromisse zu schließen. Also es gibt zum Beispiel so Herangehensweisen, dass man aus der Sequenz zufällig drei verschiedene Werte hernimmt, irgendwie zufällig verteilt oder auch meinetwegen fünf oder was, und von den paar Werten den Median nimmt oder das arithmetische Mittel. In der Hoffnung, in der meistens auch gut begründeten Hoffnung, dass dieser Wert, der dann herauskommt, schon ungefähr balanciert das Array in Teilarrays zerlegt oder die Sequenz in Teilsequenzen zerlegt. Ja, da kann man vieles machen. Da gibt es ganze Literatur dazu, wie man geschickt in den verschiedenen Anwendungssituationen oder ganz allgemein, wenn Sie etwa für die Java-Standardbibliothek ein Quicksort implementieren würden, das soll ja dann unabhängig von irgendwelchen konkreten Anwendungen möglichst gut laufen, wie man da sinnvoll solche Pivot-Werte dann auswählt.
Gut, aber da möchte ich nicht weiter reingehen, sondern möchte Sie wieder ein bisschen traktieren mit neuen Algorithmen, wieder mit schönen Bildern. Naja, schön ist übertrieben, also mit Bildern. Ich hoffe, wenn schon nicht schön, dann hoffentlich wenigstens einsichtsreich. So, ein neuer Sortieralgorithmus, der jetzt nicht in dieselbe Kategorie gehört wie die vier Algorithmen, die wir bisher betrachtet hatten. Sie erinnern sich, als ich mit Sortieren begonnen habe, habe ich das ganze Thema damit eingeleitet, dass ich gesagt habe, die Problemstellung, die diese Algorithmen lösen, lautet in meinen Unterlagen Englisch Sorting based on pairwise comparison, also auf Deutsch sortieren basiert auf paarweisen Vergleichen. Genau das haben die Algorithmen gemacht. Sie haben sich die Werte angeschaut, zwei Werte angeschaut und geguckt, ist der eine kleiner als der andere oder größer als der andere oder sind die beiden gleich? Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren war ich mal Beisitzer bei einer Prüfung zu genau diesem Thema, das war noch woanders in Berlin. Und da kam eine Studentin rein, ein Prüfling, und sollte jetzt Quicksort oder Merge-Sort erklären und hat dann einen Stapel von kleinen Zetteln rausgeholt, wo jeweils eine Zahl drauf ist und hat die wie ein Memory-Spiel, also wir wussten gar nicht, was die da gerade macht, hat die wie ein Memory-Spiel, Memory sagt ihnen hoffentlich noch was. Okay, also der Generation Gap zwischen Ihnen und mir ist noch nicht so groß, hoffentlich. Hat die nebeneinander gelegt, verdeckt und hat dann den Algorithmus vorgeführt mit immer zwei, wie beim Memory-Spiel, zwei hernehmen, aha, so rum, also vertauschen oder nicht so rum, also gleich lassen. Machen Sie sich das klar. Die Algorithmen, die wir jetzt betrachtet haben, kann man so ausführen. Und zwar auch gedächtnislos, also ohne dass sie wie beim Memory-Spiel wissen, wo jetzt was gelegen hat. Ja? Immer wieder gucken. Die beiden gucke ich mir als nächstes an nach der Logik des Algorithmus. Aha, die sind so im Verhältnis zueinander, also vertausche ich sie oder so etwas. Und das ist auch der Grund dafür, warum diese Algorithmen so generisch sind. Diese vier Algorithmen, die wir eben betrachtet haben, jetzt im letzten Termin, lassen sich anwenden auf jeden Datentyp, den Sie sortieren wollen, den Sie in der Sequenz als Schlüsselwerttyp haben. Und sie lassen sich auch auf jede Vergleichslogik anwenden. Deshalb konnten wir die Vergleichslogik auslagern in den Comparator, wo wir auch gesagt haben, wir können denselben Datentyp, ja, mein Beispiel Studierendenstammdaten, mit dem einen Comparator-Klasse sortieren nach Matrikelnummern, mit der anderen Comparator-Klasse sortieren nach Nachname und dann Vorname. So, wir haben aber immer einen Zielkonflikt in der Algorithmik. Je allgemeiner ein Algorithmus anwendbar ist, umso weniger kann man tun, dass er eine gute Laufzeit kriegt. Die Laufzeit von Merge-Sort, Quicksort und so weiter ist schon gut, lässt sich ja nicht bestreiten. Aber wenn man jetzt eine ganz konkrete Situation hat, und da kommen wir jetzt dahin zu Bucket Sort. Wenn wir einen konkreten Datentyp haben, den wir festhalten, nur den betrachten, und eine konkrete Sortierlogik, dann kann man mehr machen. Dann kann man etwas Schnelleres hinkriegen. Etwas, was praktisch dann und auch theoretisch betrachtet schneller ist. Und das will ich Ihnen jetzt anhand von Bucket Sort erläutern. Der Datentyp ist Zeichenkette, String. Das müssen keine Strings von Zeichen sein, so wie hier in diesem Beispiel. Das können Strings von technischen Symbolen sein oder was auch immer. In dem Sinne ist es immer noch generisch. Ja? Es kann über ein beliebigen Alphabet sein. Aber die Sortierlogik ist jetzt festgelegt. Die Sortierlogik ist lexikografischer Vergleich. Was ist lexikografischer Vergleich? Das ist der Vergleich, wie Sie das in einem Wörterbuch oder in einem Telefonbuch finden.
Wenn Sie zwei Schlagwörter in einem Wörterbuch haben, wonach sind die nacheinander sortiert? Wenn sie sich im ersten Zeichen unterscheiden, dann entscheidet das erste Zeichen. Wenn nicht, entscheidet das zweite Zeichen. Wenn sie sich auch darin nicht unterscheiden, entscheidet das dritte Zeichen und so weiter und so fort. Und wenn Sie da immer weiter vergleichen und beim einen ans Ende kommen und beim anderen geht es noch weiter, also der eine String ist Präfix vom anderen, dann wird das Präfix dem anderen vorgeordnet. Also bei meinem Nachnamen beispielsweise, Weihe wird vorgeordnet zu Weiher mit R hinten. Also meistens, wenn ich am Telefon meinen Nachnamen angebe, muss ich ihn buchstabieren, weil anscheinend alle Leute immer noch einen automatischen R hinten dran hängen. Scheint ein häufigerer Name zu sein mit R hinten noch dran. Aber der Punkt ist eben, Weihe kommt im Telefonbuch vor Weiher. Und zwar egal, wie die Vornamen sind. Das ist die lexikografische Sortierreihenfolge, die Ihnen ja aus verschiedensten Kontexten wohl vertraut sind. Und wie Sie sehen hier ein ganz kleines Beispiel, das aber hoffentlich alle relevanten Fälle zeigt, ist hier, habe ich hier genommen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Strings sind zu sortieren. Dieses Beispiel steht natürlich stellvertretend dafür, dass 7 Millionen oder 7 Milliarden Strings zu sortieren sind. Und natürlich müssen die Strings nicht so klein sein, nicht so kurz sein. Hier heißt das, der höchste String hat 5 Elemente, 5 Zeichen. Können natürlich auch beliebig, gut, bei Nachnamen werden es jetzt nicht so viele sein, aber wenn diese Strings aus einer technischen Anwendung kommen, können es auch Tausende oder Millionen sein. Ja, wir hatten das Beispiel DNA-Sequenzen. Die Sie aus der Biologie kennen, die Erbanlagen aller lebenden oder der meisten lebenden Wesen auf der Erde, die kann man auffassen, der Informationsgehalt darin kann man verstehen als ein String über einem Alphabet mit 4 Buchstaben. Was natürlich dann bei Menschen etwa, soweit ich weiß, Größenordnung 5 Milliarden ist. So. Wie läuft dieser Algorithmus ab? Wir wollen diese Strings lexikografisch sortieren. Das Erste, was ich hier gemacht habe, ist, diese Elemente, diese Strings einzuordnen nach ihrer Länge. Hier kommen alle Strings rein der Länge 1, gibt es keine. Alle der Länge 2, gibt es keine. 4 Strings der Länge 3, 2 Strings der Länge 4, 1 String der Länge 5. Ich sortiere die einfach der Länge ein. Ja, also einfach an ihrem Array-Index, ja, ein String der Länge 5 an Index 5 oder so etwas. Ganz einfach. So, das ist Initialisierung. Und Sie sehen jetzt hier für alle Zeichen des Alphabets, in dem Fall beschränke ich mich auf das Alphabet, bestehend aus den bekannten 26 Kleinbuchstaben. Je nach konkretem Anwendungsfall, also wenn Sie hier mit Unicode Zeichen arbeiten, müssten Sie also im Prinzip für alle Unicode-Zeichen hier, oder wenn Sie vorher wissen, dass nicht alle Unicode-Zeichen vorkommen werden, sondern beispielsweise nur Isolett in 1, müssten Sie also für die 256 Zeichen von Isolett in 1 hier ein entsprechend Körbchen Buckets reservieren. Daher der Name Bucket Sort. Wir haben für jedes Zeichen im Alphabet ein Körbchen. Jedes Körbchen ist als Datenstruktur eine Liste von Strings. Und genauso behandeln wir die. Wir packen da in die Körbchen Strings rein. Und zwar nach folgender Logik. Wir betrachten jetzt die erste Iteration, der erste Durchlauf. Das ist wieder eine Schleife. Wir gehen die Zeichenketten nach ihrer Länge von hinten nach vorne durch. 5 ist die größte Zahl von Zeichen in irgendeinem String und da haben wir auch nur einen String, nämlich Chrom. Und diesen String betrachten wir als einzigen in der ersten Iteration. Und da gucken wir uns den fünften, den letzten Buchstaben an. Wir gucken uns in jeder Iteration einen Buchstaben früher an. In der ersten Iteration den Buchstaben an Position 5. Und es gibt nur eine Zeichenkette, die einen Buchstaben an Position 5 hat. Also betrachten wir uns nur diese Zeichenkette. Und dort in dieses Körbchen sortieren wir
diesen String Chrom ein. Also hier im ersten Durchlauf passiert jetzt noch nicht allzu viel, weil wir es nur mit einem einzigen String zu tun haben. Wir sortieren den hier ein und den Inhalt von allen Körbchen packen wir jetzt in unsere Ergebnisliste hinein. Und da hatten wir nur einen einzigen Inhalt bei M und der ist jetzt in der Ergebnisliste. Und hier diesen Index 5 oben betrachten wir gar nicht mehr. Jetzt kommen die nächsten. Jetzt kommen die mit Länge 4. Und die sortieren wir auch wieder jetzt nach dem vierten Zeichen ein. Eben haben wir nach dem fünften Zeichen in Körbchen verteilt. Jetzt verteilen wir nach dem vierten Zeichen in die Körbchen. Sie sehen also Ball bei L und Ofen bei N. Und wir machen noch etwas. Auch das, was schon im Spiel war, Chrom, sortieren wir nach seinem vierten Zeichen jetzt ein. Ja? Also Sie sehen an dieser Iteration schon, in jeder Iteration kommen neue Strings ins Spiel, nämlich die eins kürzer. In der ersten Iteration kam nur der eine String mit Länge 5 ins Spiel. In der zweiten Iteration jetzt zusätzlich die Strings mit Länge 4. Und diese 4, das nehmen wir als das Zeichen nehmen wir her, um zu entscheiden, in welches Körbchen wir jeden dieser Strings einsortieren. Und jetzt kommt der Punkt wieder, der eben zu einfach war. Jetzt ist er nicht mehr zu einfach, jetzt ist er hoffentlich einsichtsreich. Wir packen alle, die im Spiel sind, als nächstes wieder in unsere langsam wachsende Ergebnisliste. Und jetzt ist wichtig, in welcher Reihenfolge. Nämlich von A bis Z. Zuerst der Ball. Also vor L ist ja nichts. Zuerst der Ball, M ist nichts, dann also der Ofen, dann Chrom und danach ist auch nichts mehr. Das heißt, in dieser Reihenfolge sind die drei hier in der langsam wachsenden Ergebnisliste drin. Und schauen Sie sich an, was wir schon erreicht haben mit dieser Sortierung. Das wird die Invariante werden. Was wir erreicht haben ist, wenn Sie bei jedem einzelnen dieser drei Strings die ersten drei Zeichen vergessen, hier BAL vergessen, nur das L nehmen, OFE vergessen und nur das N nehmen, CHR vergessen und nur OM nehmen, dann sind die drei Strings in dieser Teilergebnisliste schon lexikografisch sortiert. Ab dem vierten Zeichen sind sie lexikografisch sortiert. Das ist die Invariante. Also jetzt für diesen konkreten Fall formuliert. Im nächsten Schritt, denke ich, werden wir so weit sein, dass wir sie allgemein formulieren können. So. Also Sie sehen hier ausgegraut oben die Strings der Länge 5, der eine, und die Strings der Länge 4 sind erledigt, die sind im Spiel, brauchen wir hier oben in dem Start-In-Array nichts mehr zu betrachten. Sie haben jetzt hier 4 neue Strings, die ins Spiel kommen und die sortieren Sie als erstes ein. Also Sie sehen hier rot bei T, oft auch bei T und das bei S und ein bei N. Und auch wieder, was wir eben gemacht haben, die vorher schon im Spiel waren, die sortieren wir jetzt auch wieder ein. Und zwar genauso wie hier, einmal zurück, alles nach dem dritten Zeichen einsortiert und die hier jetzt werden jetzt danach auch nach dem dritten Zeichen einsortiert. Ofen bei E, Ball bei L wieder, Chrom jetzt bei R, das sollte hier eigentlich ein R sein. Ich bitte um Entschuldigung. Okay. Entschuldigung angenommen. Danke. Und die hier hatten wir schon. So. Und jetzt machen wir dasselbe wie in den beiden vorangehenden Iterationen. Ja, wie es sich so gehört für einen ordentlichen Algorithmus, wird in jeder Iteration immer wieder dasselbe gemacht, mehr oder weniger.
nur mit anderen Daten, jetzt eigentlich mit mehr Daten. Wir gehen wieder sämtliche Buckets durch, von links nach rechts, und in dieser Reihenfolge von links nach rechts packen wir die hier in die langsam wachsende Ergebnisliste hinein. Und Sie sehen auch jetzt wieder, was wir jetzt erreicht haben. Wenn Sie jetzt, nachdem wir das dritte Zeichen mit betrachtet haben, wenn Sie jetzt hier in Gedanken mal bei jedem dieser Strings die ersten zwei Zeichen rausstreichen und nur ab dem dritten Zeichen gucken, also EN hier, Doppel L hier, N, O, M, S, T und nochmal T. Wenn Sie die ersten zwei Zeichen von jedem dieser Strings rausstreichen und nur ab dem dritten Zeichen die Strings betrachten, sind die wieder lexikografisch sortiert. Warum? Weil, gehen wir nochmal zurück, die hier sind schon lexikografisch sortiert nach dem vierten und fünften Zeichen. Und wenn wir die jetzt hier, das wird dann nochmal interessant hier an dieser Stelle. Also die Frage, warum das dann immer lexikografisch sortiert ist, lassen wir nochmal einmal kurz aus. Bis zur nächsten Iteration. So, jetzt sind die lexikografisch sortiert nach allen, ab dem dritten Zeichen. Also wenn Sie aus den Strings die ersten zwei Zeichen jeweils rausstreichen. Und Sie sehen schon, wie das weiterlaufen wird. Gut, jetzt kommen keine neuen Strings mehr ins Spiel, weil alle Strings im Spiel sind. Dieser Schritt fällt jetzt weg. Aber wir gehen jetzt dann weiter mit dem zweiten Zeichen und werden dann am Ende der nächsten Iteration eben wieder feststellen können, ab dem zweiten Zeichen sind die Strings lexikografisch sortiert. Dann gibt es noch eine Iteration, wo wir nach dem ersten Zeichen gehen, und dann werden wir feststellen, ab dem ersten Zeichen sind die Strings lexikografisch sortiert. Und ab dem ersten Zeichen lexikografisch sortiert heißt, die Strings sind lexikografisch sortiert. Was soll es sonst heißen? Das ist das Ziel. Und da sehen Sie wieder, wie sinnvoll die Invariante ist zum Verständnis, warum Bucket Sort funktioniert und warum Bucket Sort so und nicht anders gemacht entwickelt worden ist. So, jetzt sortieren wir wieder nach dem zweiten Zeichen ein. Hier sehen Sie zwei nacheinander. Hier sehen Sie zwei nacheinander. Und hier ist jetzt der interessante Punkt. Gehen wir nochmal zurück. Warte mal, was haben wir hier? Ball und das. Nehmen wir uns Ball und das mal her. Und auch Ofen und Oft. Ball und das sind ab dem dritten Zeichen lexikografisch richtig sortiert, hier drin. Und genau in der Reihenfolge werden sie jetzt im nächsten Schritt hier bei A in das Körbchen für das zweite Zeichen reingesetzt. Das heißt, diese beiden Strings, Ball und das, sind hier untereinander in der richtigen lexikografischen Reihenfolge ab dem dritten Zeichen. Zweites Zeichen ist gleich. Passt, ja? Wenn wir dieses Körbchen dann nach S' leeren in der Reihenfolge von Ball und das untereinander, dann sind die automatisch ab dem zweiten Zeichen gleich lexikografisch sortiert. Zweites Zeichen ist gleich, und ab da waren sie nach hinten, ab dem dritten Zeichen, waren sie schon vorher lexikografisch sortiert. Und genauso Ofen und Oft. Nochmal zurück. Ofen finden Sie vor Oft, ab dem dritten Zeichen. EN ist natürlich vorgeordnet zu T. Das heißt, Sie finden hier in dieser Zeichnung Ofen vor Oft untereinander, damit es passt. Und wenn wir Ofen und Oft in der Reihenfolge wieder in der Ergebnisliste schreiben, können wir ja machen, hier, dann finden Sie, es war schon von vornherein die Reihenfolge EN vor T, das zweite Zeichen ist dasselbe, also ab dem zweiten Zeichen FEN kommt vor FT, ist lexikografisch sortiert, genauso wie
LL war vor S, das hatten wir schon, die Reihenfolge. Jetzt haben sie beide in dieser Iteration waren sie im selben Körbchen, aber in der richtigen Reihenfolge. Also kommt Ball vor das. Ball ist ab dem zweiten Zeichen richtig lexikografisch vor das. Und jetzt geht es nur noch um das erste Zeichen und dann sind wir auch fertig. Wir verteilen alle diese Strings nochmal auf die einzelnen Körbchen nach dem ersten Zeichen. Und hier sehen Sie nochmal zwei gleiche, das O. Wir hatten schon vorher die richtige Reihenfolge gegeben ab dem zweiten Zeichen, FEN vor FT. Und wenn wir sie in dieser Reihenfolge wieder in die Ergebnisliste schreiben, dann sind sie, dann erstes Zeichen ist dasselbe, ab dem zweiten Zeichen ist Ofen vor oft lexikografisch und damit passt es wieder. Und Sie sehen, die lexikografische Sortierung ist erreicht. Ja, vielleicht ein Punkt dabei noch, der jetzt hier im Beispiel leider nicht ist. Nehmen wir ein bisschen zurück. So. Sie erinnern sich an diesen Schritt hier. Da kamen dann die Strings der Länge 3 ins Spiel. Die wurden zuerst hier hineingesetzt. Und danach erst kamen die längeren Strings ins Spiel. Das ist wichtig, diese Reihenfolge einzuhalten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Präfixe wieder. Also stellen Sie sich wieder vor die Situation. Gehen wir zurück. Nehmen wir mal an. Also ich will mich nicht im Vordergrund drängen, aber ich nehme wieder meinen Nachnamen als Beispiel. Nehmen wir mal an, hier war vorher mit 6 Buchstaben Weiher mit R hinten. Und hier ist jetzt mit 5 Buchstaben Weiher drin. Ohne R hinten. So, wenn jetzt zuerst Weihe, die neuen, einsortiert wird und danach erst die, die schon im Spiel sind, wie Weiher, dann kommt Weihe vor Weiher in dem Körbchen für E, für den fünften Buchstaben. Und das ist richtig. Denn Weihe soll am Ende vor Weiher kommen. Es müssen zuerst die neuen Strings in die Körbchen einsortiert werden und dahinter erst die alten Strings, weil es könnte sein, dass ein neuer String ein Präfix von einem alten String ist. Und um dafür zu sorgen, dass Präfix vorgeordnet sind vor dem größeren, längeren String, müssen zuerst immer die neuen Strings und danach erst die alten Strings einsortiert werden in die Körbchen. Das heißt, diese Reihenfolge, zuerst die neuen, dann die alten, dürfen wir nicht verwechseln. Das dürfen wir nicht austauschen. Sonst ist immer noch alles richtig, außer mit Präfixen stimmt es dann nicht, wenn wir es umdrehen. So, dann würde ich da gerne auch mal wieder zum Wiki kommen. Also ich habe dieses Design nicht gemacht, ich habe es einfach nur zur Kenntnis genommen. So, Sie sehen. Das algorithmische Problem ist erstmal ein anderes. Es ist nicht mehr Sorting based on pairwise comparison, sortieren basiert auf pairwise Vergleichen, sondern es ist lexikografisches Sortieren von Strings. Es ist eine Schleife. So, die Hilfsdaten. Wir haben jetzt hier ganz unten in den Bildern diese langsam wachsende Ergebnissequenz gehabt, which will eventually hold the overall result. Eventually, wissen Sie vielleicht, heißt nicht eventuell im Deutschen, sondern schlussendlich. Ein von deutschen oder deutschsprachigen Leuten gern gemachter Fehler, dass sie eventually mit eventuell übersetzen oder umgekehrt. Also am Ende soll da das Gesamtergebnis drin sein. Haben Sie gesehen, in S-Strich. Dann haben wir die Körbchen, die Buckets, die dem Algorithmus den Namen geben. Ein Array B, dessen Indexbereich auf jeden Fall alle IDs, alle ganzzahligen Identifikationsnummern
von dem Alphabet, das den String zugrunde liegt, enthält. Also zum Beispiel bei ASCII würde es reichen, 0 bis 127 als Indexbereich zu haben. Bei Isolette in 1, was wir ja typischerweise hier in Westeuropa verwenden, wären es denn eben 0 bis 255 und so weiter. So, wir brauchen natürlich irgendwo noch die maximale Länge eines Strings, denn wir fangen ja mit der maximalen Länge an und hier ist das Array A, was Sie gesehen haben, von Länge 1 bis Länge bis zur Maximallänge. Man könnte natürlich auch noch den leeren String mit Länge 0 mit hinzunehmen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Multisets of Strings, Multimengen von Strings. Sie wissen aus der Mathematik, eine Menge enthält jedes Element nur einmal. Maximal einmal. Aber wir wollen auch Duplikate zulassen. Wir wollen zulassen, dass ein String mehrfach vorkommt. Ja, ein Nachname darf ruhig mehrfach vorkommen. Soll ja in der Realität auch mal vorkommen. Das heißt, wir haben keine Menge im mathematischen Sinne, sondern eine Multimenge, wo jedes Element mehrfach vorkommen kann. So, wieder die Invariante. Hier sehen Sie, wie nach und nach der erste Teil der Invariante sagt, das, was ich da gezeichnet habe, oben beim Array A, dass so nach und nach ein Index nach dem anderen ausgegraut wird. Die vergessen wir. Aber bis zu dem Index, wo die Strings noch nicht im Spiel sind, nämlich n-i, nach null Iterationen alle Strings bis zur Maximallänge n, nach einer Iteration alle außer die Strings mit Maximallänge n, also n-1, n-i und so weiter. Das ist hier der nicht ausgegraute Bereich in den Bildern. Da enthält das Array an diesen Indizes alle Strings, die aus dem Input kommen und die diese Länge haben. So. Und zwischen zwei Iterationen, vor der ersten, nach der letzten und zwischen zwei Iterationen, enthält es Strich, ja, das ist der Anfangsschritt bei der Iteration und das ist auch der Endschritt, enthält es Strich alle Strings, die im Spiel sind, alle, die halt so und so viel Mindestlänge haben, und sie sind lexikografisch sortiert ab dem momentan betrachteten Zeichenposition im String. Position eines Zeichens im String. Also, R' enthält alle anderen Input-Strings, alle, die hier nicht beschrieben sind, also alle, die schon im Spiel sind. Also diejenigen, die mindestens so und so viel Länge haben. Und diese Sequenz ist sortiert nach einer bestimmten, diesmal etwas komplizierteren Definition von Vergleich, nämlich der eine String kommt vor dem anderen oder kleiner gleich, dass der Teilstring des einen Strings ab dieser Position lexikografisch kleiner oder gleich ist als der Teilstring des anderen Strings nach dieser Position. Und alle, auch das hatten Sie gesehen in den Foliensätzen, alle Körbchen vor und nach jeder Iteration sind die Körbchen wieder leer. Innerhalb einer Iteration werden die Körbchen gefüllt und dann wieder geleert, sodass sie dann für die nächste Iteration wieder leer sind. Sie müssen ja vorher jeder Iteration leer sein, weil wir sie dann wieder füllen und da wollen wir nicht die Altlasten von der vorhergehenden Iteration drin haben. Ja, also das, was hier steht als Invariante, ist 1:1 das, was Sie als Bilder gesehen haben, nur verschriftlicht. Ja? Die Invariante ist die Beschreibung der Schnappschüsse vor, nach jeder Iteration. So, die Variante ist diesmal wieder recht einfach. I, unser Zähler, geht um 1 höher. Das heißt also, wir gehen von rechts, von der Maximallänge von Strings, ein Zeichen immer weiter nach links. Das sehen Sie hier, n-i plus 1. Also wenn i höher geht, heißt es, das betrachtete Zeichen geht immer um 1 nach links. Und n iterations are completed, das ist die Abbruchbedingung.
das besagt, wir haben eine Vorschleife. I geht von 1 bis n und ist dann zu Ende. Und offensichtlich nach n Schritten terminiert das Ganze. Und aus der Invarianten folgt schon, dass das Ergebnis korrekt ist. Folgt automatisch. Denn nach der letzten Iteration steht da, ist die Aussage dieser Invariante, dieses zweiten Punktes in der Invariante, die Aussage des zweiten Punktes nach der letzten Iteration ist, ab dem ersten Zeichen ist er Strich. Erstens, es sind alle im Spiel. Das ist die erste Aussage. Es sind alle im Spiel. Am Ende. Ja, weil da in Punkt 1 ist nichts mehr drin in A, in REA, und R' enthält alle anderen Strings. Es sind alle Strings jetzt im Spiel. Das ist die erste Aussage, die wir treffen können ganz am Ende nach der letzten Iteration. Und die zweite Aussage, die wir treffen können, ab Position 1 in den Strings sind die Strings lexikografisch sortiert. Und damit sind sie lexikografisch sortiert. Was müssen wir am Anfang tun zur Initialisierung, um die Invariante von Anfang an zu erfüllen? Wir müssen die Hilfsdaten entsprechend initialisieren. Das heißt also, am Anfang muss das Ergebnis leer sein, denn wir haben uns noch keinen einzigen String angesehen. Es ist noch kein einziger String im Spiel nach null Iterationen. Für jedes Zeichen im Alphabet müssen wir das Bucket entsprechend auf leer setzen, damit dieser Teil der Invariante erfüllt ist. Vor, nach jeder Iteration sind die Körbchen leer. Und für jeden einzelnen, und die hier 3 und 4 initialisiert dieses Array groß A, was Sie auf den Bildern ganz oben gesehen haben. Nichts gerade dran zu tun. Und diesen Punkt machen wir noch hier. Was machen wir in jeder Iteration? Wir nehmen das n-i plus 1 ist der Index, den wir in den Strings, den wir jetzt betrachten. Jeden einzelnen String, der hier drin ist, den packen wir in sein Körbchen. Danach, hier afterwards, das ist das, wo ich sagte, die Reihenfolge muss eingehalten werden. Danach hängen wir jeden String, der schon im Spiel war, hinten am Schwanz dieser Liste hinten an. Und hier steht nochmal, es ist essentiell, dass die Strings in der Reihenfolge da angehängt werden, in der sie vorher in S' war. Und jetzt ist S' damit geleert. Und hier ist dann der dritte Schritt. Wir gehen durch alle Körbchen durch, hängen den Inhalt wieder an der Strich ran und flaschen dann dieses Körbchen wieder. Ja, das sind die drei Schritte, von denen ich immer gesprochen habe. Erst die neuen Strings, wenn es welche gibt, rein ins Spiel nehmen, auf die Buckets verteilen. Dann die schon im Spiel befindlichen Strings auf die Buckets verteilen, alle nach dem aktuellen Zeichen, nach der aktuellen Position in den Strings. Und danach sammeln wir aus den einzelnen Körbchen in der Reihenfolge des Alphabets diese Listen wieder auf, hängen die aneinander und die Körbchen selber werden auf leer gesetzt. So, die Korrektheit ist auch wieder nur etwas, was das nochmal verschriftlicht, was ich hier anhand der Foliensätze gesagt habe. Die Fallunterscheidung, die wir da haben. Wir haben verschiedene Fälle. Auch hier wieder der Punkt, wenn Sie eine Fallunterscheidung brauchen, irgendwo zur Argumentation, müssen Sie sich immer klar machen und auch am besten dem Leser klar machen, ja, Sie haben alle Fälle gedacht, die hier vorkommen können. So, der erste Fall ist der, dass in dieser Iteration die beiden Strings in zwei verschiedene Körbchen platziert werden. Ja, das ist natürlich richtig. Weil wenn wir dann die Körbchen nacheinander anhängen, dann werden sie in der richtigen Reihenfolge nacheinander betrachtet. Das erste Zeichen, das jetzt in der Betrachtung drin ist, das ist das Relevante für lexikografische Sortierung. So, der zweite Fall ist, dass sie beide jetzt neu ins Spiel gekommen sind, dass sie genauso lang sind,
dass sie jetzt gerade erst ins Spiel gekommen sind in dieser Iteration. Und wenn sie beide genau so lang sind, also nur diese Länge haben, dann sind sie gleich. Also relative Ordnung zueinander ist irrelevant. Es ist zwei Duplikate desselben Strings. Ab dieser Position erst. In den vorderen Positionen, die sind ja noch nicht angeschaut worden, da kann man noch nichts sagen. Dann wird hier der Fall betrachtet, dass einer von den beiden neu hinzukommt und der andere schon ein alter String ist. Da kommt jetzt die Präfixgeschichte dazu. Das ist der Fall, wo man die Reihenfolge beachten muss, damit am Ende wirklich die Präfixe richtig eingesortiert sind, weihe vor weihe. Und der vierte Fall ist der, dass beide Strings schon vorher im Spiel waren und dann sind sie und jetzt in selbe Zeichen eingeordnet werden. Das ist der Fall, den wir mehrfach gesehen haben, mit Ball und das zum Beispiel oder mit oft und Ofen. Kleinen Moment. Dass sie dann zwar ins selbe Körbchen gepackt werden, weil sie jetzt denselben relevanten Buchstaben haben, aber hinten die weiteren Zeichen sind schon richtig sortiert und mit dem neuen Buchstaben der gleiche ist dann auch wieder richtig lexikografisch sortiert. So, dann möchte ich an dieser Stelle schließen und wünsche Ihnen dann noch eine schöne Restwoche.